Ich spiele in diesem Stück in Der Mann von La Mancha Miguel de Cervantes. Das ist tatsächlich der Autor der Geschichte von Don Quixote. Und die Rahmenhandlung unseres Musicals ist die, dass Cervantes in den Knast kommt. Und dort ist es üblich, dass die Mitgefangenen erstmal eine Art Knasttribunal halten, an dessen Ende immer die Sachen des Neuen aufgeteilt werden. Das ist für Cervantes fast in Ordnung, aber als sie dann sein Manuskript zerstören wollen, die Geschichte vom Mann von La Mancha, da will er sich doch verteidigen. Und er verteidigt sich, indem er mit den Gefangenen zusammen die Geschichte vom Mann von La Mancha nachspielt. Und hinauszuziehen in die Welt, um alles Unrecht wieder gut zu machen. Nicht länger wird er der einfache Alonso Quijano sein, sondern ein wagemutiger Ritter mit Namen Don Quixote de La Mancha. Hör mich an, für wahr unerträgliche Welt, nicht zu ernten, es atmet als und es schleudert. Die Geschichte von Don Quixote ist natürlich alt, aber es ist natürlich eine Adaption. Das heißt, wir erzählen nicht die gesamte Lebensgeschichte von Don Quixote. Das wäre also wirklich zu lang. Dale Wasserman, der Autor, hat daraus ein Konglomerat gemacht, nämlich aus der Lebensgeschichte von Cervantes, der dieses Stück geschrieben hat, und der Geschichte von Don Quixote. Und das ist sehr clever gemacht. Und das ist ein ganz toller Kniff des Autors, der dann nämlich verschiedene Stationen aus dem Leben von Don Quixote nimmt und sie uns erzählt damit. Für mich war es ganz interessant, eben diese zwei Komponenten zu haben in einem Stück. Nicht nur einfach eins zu eins sozusagen entlang zu erzählen an dieser Geschichte Don Quixote, sondern eben diese verschiedenen Geschichten zusammenzuführen. Dulcinea, Dulcinea, sieh den Himmel, wenn ich dich sehe, Dulcinea. Es ist auf alle Fälle kein Happy-Hour-Familienstück oder so. Ich würde mir zum Beispiel überlegen, ob ich Kinder bis zu einem gewissen Alter mit reinnehme. Aber es hat Gehalt. Es geht in die Tiefe, es hat eine Botschaft. Und es kann, wenn wir gut sind, dem Publikum einen Ansatz mitgeben, wie man auch mit den schrecklichen Dingen im Leben umgehen kann. Und es erinnert oder will immer daran erinnern, dass es neben dem Leben, wie es ist, auch noch das Leben geben kann, wie man es sehen will. Und dort drin zu leben, ist immer ein Lösungsansatz. Und von daher hat dieses ganze Stück wahnsinnig viel auch mit Theater natürlich zu tun. Also das ist noch eine Schicht, die dazukommt, dass Theater im Theater im Theater im Theater im Theater kommen Sie ins Theater.